Entschuldigung, würden Sie bitte ein Foto von uns machen? Gerne. Handelt es sich um ein vordergründig erotisches Foto oder eher um ein zurückhaltend erotisches Foto? Weder noch. Diese Stimme. Hallo, Herr Ikuhara, Frau Izumi und die liebe Ren. Alle zusammen. Und was führt Sie hierher, Frau Lehrerin? Na, das Übliche. Sie taucht auf wie ein Geist und verschwindet. Ich sehe, sind Sie mit zwei Frauen verabredet. Rein rechnerisch ergibt ein Mann und zwei Frauen eine gefährliche Kombination. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt zulassen kann. Ist das hier etwa ein geheimes SM-Treffen und gehört dieser Dreikäsehoch etwa auch schon dazu? Meine sexuelle Lust steigt. Kennst du die Frau? Es ist zwar kaum zu fassen, aber diese Frau da ist unsere Klassenlehrerin. Genau so werde ich euch fotografieren. Nein, wartet, noch nicht, noch nicht. Glauben Sie, Sie kriegen das hin, Frau Lehrerin? Ich. Ach, herrje. Oh. Für dieses Foto habe ich meine ganze Libido eingesetzt. Hier, bitteschön. Das hat niemand verlangt, Frau Lehrerin. Ich hoffe, mein Bruder ist ein guter Schüler. Ich bin seine jüngere Schwester Natsuki. Sie sind das? Ah, wenn ich mich recht erinnere, waren Sie mit Ihrer Mutter für längere Zeit im Ausland. Ja, und ich bin ganz allein nach Japan zurückgekommen. Das ist aber mutig, sich ganz alleine auf so eine lange Reise zu machen. Natsuki, wir gehen. Ja, ich komme. Es war sehr nett, mit Ihnen zu reden, Frau Lehrerin. Wiedersehen, kleines Fräulein. Komm, Ren. Wir fahren mit dem Riesenrad, dem Riesenrad, dem Riesenrad. Hey, wartet, komm nicht in Frage. Ich will nicht aufs Riesenrad. Oh, Mann, ist das hoch. Selbst von hier oben sieht das Mutterschiff noch riesengroß aus. Neneko, wann ist die Fahrt zu Ende? Wir sind doch gerade eingestiegen. Leidest du immer noch so furchtbar unter Höhenangst? Ja, mir ist schlecht. Ich glaube, Riesenradfahren ist die beste Sache auf der ganzen Welt. Natsuki? Ja, was denn? Welche Beziehung haben Familienmitglieder untereinander? Die Mitglieder einer Familie sollten sich sehr lieb haben, aber nicht so wie ein Liebespaar. Ja, genau, so könnte man das sagen. Lieb haben, aber anders als bei einem Liebespaar. Das war so cool! Ja, ich fand es auch ganz toll. Kommt, wir fahren noch mal! Einen Augenblick mal, ja? Wie oft wollt ihr denn noch mit dem Riesenrad fahren? Bis wir keinen Spaß mehr dran haben. Aber mir wird davon kotzübel. Oh, wie langweilig. Ich bin gar nicht langweilig. Wir fahren noch einmal. Nein, hör mal, Natsuki. Was hältst du davon? Wir fahren Karussell. Du hast schon als Kind wie verrückt die Karussellpferde geliebt. Ich weiß noch ganz genau, ich muss dir immer mit dir fahren. Aber ich bin kein Kind mehr und Pferde sind langweilig und kindisch. Das wird dir bestimmt einen Riesenspaß machen. Nein, überhaupt nicht. Du hast geweint, als du dich auf dem Rummelplatz verirrt hast. Hört jetzt auf, ihr zwei. Wir sind hier, um uns zu vergnügen, nicht um zu streiten. Oh, Mann! Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann gehe ich eben auf dieses blöde Karussell. Wo ist es denn? Ich kann es überhaupt nicht finden. Karussellpferd? Ah, ich hab's gefunden. Da ist es ja. Los, komm. Reitest du auf einem Karussellpferd? Siehst du, wie vernünftig sie ist? Solltest dir mal ein Beispiel dran nehmen. Ich lach mich kaputt, dir und vernünftig. Okay, bringen wir es hinter uns. Wo ist sie denn? Natsuki?